Guten Tag, liebe Zuschauer, zur Mai-Ausgabe von mhoch 3, Ihrem Magdeburger Monatsmagazin hier im offenen Kanal. Folgende Beiträge haben wir unter anderem für Sie vorbereitet. Wir waren beim Oldtimer-Tag im Technikmuseum. Wir informieren Sie über das Figurentheaterfestival Blickwechsel und über die neuen Einstiegsregelungen bei den MVB-Nachtbussen. Das und einiges mehr halten wir in den nächsten Minuten für Sie bereit. Oldtimer erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sei es bei Oldtimer-Rallyes, Treffen oder Ausstellungen, immer darf man mit zahlreichen Zuschauern rechnen. Auch in Magdeburg gibt es jedes Jahr mehrere Veranstaltungen. Meistens stehen dabei PKWs im Mittelpunkt, anders kürzlich im Technikmuseum. Hier trafen sich vor allem die Freunde alter Traktoren. Und wo sind die besser aufgehoben als im Technikmuseum? Wobei dort natürlich gar nicht der Platz vorhanden ist, die knatternden Ungetüme in die museumseigene Sammlung mit aufzunehmen. Schließlich will man dort eine breite Palette an musealer Technik präsentieren und wenn dazu auch ein großer Autodrehkran gehört, wird es schon mal eng auf dem Gelände. Und so waren viele Traktoren, die beim Oldi-Treff zu sehen und in Aktion zu bewundern waren, an diesem Tage zu Gast im Technikmuseum. Mehrere kamen aus dem Börde-Museum Ummendorf, andere direkt aus Magdeburg. Einer wie dieser rote Ferguson aus dem Jahr 1957 wurde sogar im Technikmuseum restauriert und sieht wieder wie neu aus. Und er fährt natürlich auch. Ja, diesen Traktor, den haben wir von einer Privatperson als Schrott, also der war zerlegt und verrottet. Ne. So, den haben wir dann in Kleinarbeit, haben wir den wieder so in den Zustand versetzt. Also, das Fahrzeug musste erstmal entrostet werden, ja, und die Ambulanzmechanik wieder auf Vordermann gebracht, die Zylinderventile, Zylinderkopf, ja, was alles so ein bisschen verrottet war. So, das haben wir dann. Wir haben mal dran gemacht, ein gutes Jahr haben wir dran geschraubt, der das dann in den Zustand war. Das ist ein Ferguson von 1957. Der hat 3-Zylinder-Motor mit 45 PS. Naja, eigentlich fehlt nur noch das Original-Kennzeichen vorne, also das Emblem und ein vernünftiger Sitz. Ja, sonst ist er komplett. Komplett ist auch dieser Lanz Bulldog aus Ottersleben, Baujahr 1939. Während beim neueren Ferguson ein Knopfdruck zum Anlassen reichte, muss hier aufwendig vorgeglüht werden und auch das Starten des Motors selbst ist eine schweißtreibende Arbeit. Ein Lanz-Bulldog, Baujahr 1939, 20 PS, Zweitakt-Glühkopfmotor, wird mit der Heizlampe vorgeglüht, 20 Minuten, Lenkrad raus als Kurbel, ca. 20 km/h fährt er. Der Besitzer dieses gemütlich tuckernden Schmuckstücks ist Wolfgang Eiserbeck, der den Trecker seit 3 Jahren restauriert hat. Wie kam er zu dem Oldtimer? Den hat meine Familie mir zu meinem 60. zum Geburtstag geschenkt, hat man meine Kinder und meine Frau zusammengelegt und haben mir diesen zum 60. Geburtstag geschenkt. Ich habe noch einige Veränderungen dran vorgenommen, das heißt, ich habe die Frontscheibe aufgebaut und die Kotflügel und lackiert, sodass er in dem heutigen Zustand ist. Weiterhin habe ich dieses Fahrzeug durch die Hauptuntersuchung gebracht und wurde ein neuer Kfz-Brief ausgestellt und für den Straßenverkehr wieder zugelassen.
versieht heute ab und zu noch Dienste auf meiner Wiese oder sonstiges. Die wurden früher auf kleinere Güter mit 20 PS zum Flühen und sonstige Feldarbeiten. Auf kleineren Höfen. Dann ist es ein Selbstzünder durch den vorgeglühten Glühkopf. Und man kann die Heizlampe wieder entfernen und er läuft von selber und kann über längeren Zeitraum betrieben werden. Auch im höchsten Winter bei Minusgrade springt so ein Dinger immer zuverlässig an. Sprang's und zuckelte mit einer mächtigen Abgaswolke davon. Dafür fanden im Laufe des Tages auch PKWs, LKWs und mehrere Motorräder den Weg in die Dodendorfer Straße und auf Zuruf auch aufs Gelände des Museums, erstmals in diesem großen Umfang. Na, die kommen jetzt alle. Ja, nee, die müssen sich aber verteilen, wir müssen die Feuerwehr vereinfachen. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter im Technikmuseum hier und habe heute hier Hallenaufsicht und Kassiererfunktion und freue mich, dass so viele von außerhalb auch gekommen sind, um die von den Treckerfreunden Magdeburgs organisierte Veranstaltung hier zu begleiten. Hier passiert eins, dass sich Treckerfreunde jahrelang in Magdeburg getroffen haben im Stadtpark und jetzt nur noch durchfahren dürfen, soweit ich informiert bin. Ich war also nicht dabei. Und wir haben den Freunden angeboten, dass wir hier bei uns doch ein Gelände haben, wo sie sich treffen können und ihre Schätzchen präsentieren können. Denn was nützt das, wenn die irgendwo in den Scheunen rumstehen? Wir wollen ja alle was von diesen alten Teilen haben. Und da freue ich mich besonders, dass wir auch in guter Zusammenarbeit zum Beispiel mit Ummendorf noch Freunde mit hierher einladen konnten zusätzlich. Und Sie sehen, es hat gefruchtet. Wenn man also vorher schon ein bisschen die Werbetrommel rührt, kommen doch wesentlich mehr als vorher angemeldet. Und das freut uns besonders. Und es gibt ja viele Schrauberfreunde, die dann eben sagen, wo ist was los, da fahren wir hin. Und wir machen dafür das Tor auf. Und auch wieder zu, wenn alle wieder weg sind. Es stand ja groß in der Zeitung, der Kristallpalast und das Grundstück davor sollen versteigert werden. Das und der von einer anderen Zeitung angekündigte Auftritt einer bulgarischen Künstlerin vor dem Palast war für uns Anlass, mal wieder dort vorbeizuschauen. Der Auftritt erwies sich als Ente, die Versteigerung jedoch nicht. Die steht am 15. Juni im Magdeburger Amtsgericht an. Damit will einer der Miterben die Aufhebung der Erbengemeinschaft durchsetzen, was einen Verkauf ermöglichen würde, sofern sich ein Käufer findet. 5 Versuche gibt es maximal. Der Förderverein Kristallpalast erfuhr erst durch die Presse von der Versteigerung, will dies aber als Chance nutzen. Schließlich habe man den Magdeburgern versprochen, sich bis auf den letzten Stein für den Kristallpalast einzusetzen und nicht um jetzt aufzugeben. Eine Versteigerung bedeutet nicht gleich das Ende des Palastes. Der Verein habe die Stadt, die Verwaltung, Lokalpolitiker, Künstler, Verbände und Vereine
sowie weitere öffentliche Organisationen kontaktiert oder werde dies noch tun und sie um Stellungnahme und Solidarität gebeten, für einen Erhalt des Kristallpalastes zu plädieren. Der Verein will prüfen, inwiefern und mit welchen Mitteln man gegebenenfalls an der Zwangsversteigerung teilnehmen kann. Über die Position, was der Verein im Falle eines Besitzerwechsels oder einer misslingenden Versteigerung tun werde, will der Verein noch informieren. Denn der Kristallpalast, eine wichtige Kulturstätte der Stadt, soll weiterhin erhalten werden, wenn vielleicht auch anders, als es bisher angestrebt war. Wie das passieren soll, darüber wird nach langer interner Beratung, Diskussion und Recherche gegenwärtig ein Nutzungskonzept erarbeitet, das demnächst vorgestellt werden soll. Dazu soll eine Pressekonferenz stattfinden, nach der über die Zukunft des Kristallpalastes diskutiert werden soll. Die Friseurinnung Magdeburg besteht 300 Jahre. Genauer gesagt sind es im November schon 303 Jahre. Eigentlich sollte schon zum richtigen Jubiläum durch den Haarverband, dem Träger des Friseurmuseums, ein Magnolienbaum im Garten der Handwerkskammer gepflanzt werden. Tragische Umstände verhinderten dies damals. Doch jetzt war es soweit. Und da die Handwerkskammer an diesem Tage zufällig auch eine Vorstandssitzung hatte, konnte Barbara Psoch, die Vorsitzende des Haarverband e.V., eine ganze Reihe prominenter Gäste bei der Pflanzaktion begrüßen. So zum Beispiel den Präsidenten Hagen Maurer und den Geschäftsführer Burkhard Gruppe. Zu den insgesamt 15 Personen gehörte auch Matthias Giraldi von der Stadtsparkasse als Sponsor des Bäumchens. Bei der rot-violetten Magnolie handelt es sich übrigens um ein Exemplar der Sorte Kleopatra. Kleopatra ist eine winterharte Magnolienneuheit mit betörenden Blüten in einer neuen Farbdimension, die es erst seit dem März dieses Jahres gibt. Bisher gab es diese fulminante Kolorierung ausschließlich bei Magnoliensorten, die für das Klima in Deutschland nicht geeignet sind. Die neue Kleopatra übersteht Wintertemperaturen bis minus 25 Grad ohne Probleme und erfreut mit Blüten in einem magischen Farbton, den man so bei winterharten Magnolien noch nicht kannte. Dazu kommt, dass die Kleopatra im Hochsommer ein zweites Mal mit erstaunlich gut ausgebildeten Blüten überrascht, was bei Magnolien sonst eher nicht üblich ist. Gärtnermeister Frank Regner übernahm es eigenhändig, die Magnolie in die Erde einzusetzen, und das ehemalige Mitglied der PGH Frisierkunst, Silvia Oelze, hatte das freudige Vergnügen, die wertvolle Pflanze anzugießen. Der Anlass für diese Baumpflanzung wurde vor 303 Jahren gelegt, weil der Soldatenkönig hier in Magdeburg, der Perückenmacher Zunft, die Innungswürde überreicht hat. Es wurde eine der ersten Innungen hier in Magdeburg auf den Weg gebracht. Und das ist ein guter Anlass, hier im Haus des Handwerks daran zu gedenken. Eine entsprechende Gedenktafel kann man jederzeit im Magdeburger Friseurmuseum dazu anschauen. Da ist genau drauf zu sehen, es war der 25. November 1713, als König Friedrich Wilhelm diese Innungsurkunde unterzeichnet hat. Wie seid ihr gerade auf eine Magnolie gekommen? Das war die Idee von Frau Gerhild Telloke. Sie hat gemeint, eine Magnolie entspricht dem Schönheitsempfinden der Friseure am meisten. Farbig, schöne Form, und darum findet sie, das ist eine richtige Wahl. Und der liebe Gärtner, Firma Regener, hat dabei geholfen, den richtigen Strauch oder Baum halt auszusuchen. Wer hat euch dabei noch unterstützt, auch finanziell? Die finanzielle Unterstützung kam von der Magdeburger Stadtsparkasse. Da sind wir sehr stolz, dass wir betreut werden. Denn das Besondere für den heutigen Tag ist auch noch, heute am 2. Mai 2008 wurde der Haarverband gegründet. Das ist der Trägerverein, der das Magdeburger Friseurmuseum hält.
Ende November soll noch eine Tafel, die auf das Innungsjubiläum hinweist, vor der Magnolie, die übrigens bis 5 Meter hoch werden kann, angebracht werden. 2016 ist wieder Festivaljahr im Puppenuniversum und Magdeburg wird wieder zur Supermetropole der Figuren, Puppen und Projekte. Blickwechsel ist eines der drei bedeutendsten Figurentheaterfestivals in Deutschland. Im Juni wollen sich 35 Theater und Solisten aus 12 Ländern präsentieren und Magdeburg in den Fokus der Theaterwelt stellen. Die Farbe ist ja schon. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was hier Florian Kräuter und Anna Wiesemeyer in der Kulisse eines Bistros im Hof des Puppentheaters der Presse offerierten. Transformation, so ist das Festival in diesem Jahr übertitelt und wird zum Programm. Dabei bestimmen zwei inhaltliche Programmschwerpunkte das diesjährige Festival. Aufbruch, ein Projekt, das während des diesjährigen Festivals seinen Anfang nimmt und auf 3 Jahre ausgelegt ist. Es vereinigt beim diesjährigen Festival die Ensemble-Puppentheater der ostdeutschen Länder in einer bislang einmaligen Werkschau. Ein mehrtägiges internationales Symposium, das das Festival begleitet, wird ein Podium bieten, um Chancen, Potenziale und Überlebensstrategien der Ensemble-Puppentheater zu erörtern. Das Festival Blindwechsel geht in die 11. Runde. Das Festival ist 1993 als Nachwende-Neugründung aus der früheren Internationalen Puppentheaterwoche hervorgegangen. Der Stellenwert als eines der drei wichtigsten Festivals in Deutschland ist sehr hoch, insbesondere seine Strahlkraft in Ostdeutschland. Daher wird sich dieses Festival auch in einem Programmbereich unter dem Titel Aufbruch mit einer kulturpolitischen Besonderheit befassen, nämlich dem Ensembletheater, das für Innovation und gleichberechtigte Chancen für Puppenspiel und Puppenspielkünstler stehen soll. Das Festival Blickwechsel ist ein Ort außerhalb der großen Metropolen, an dem auch Hochkaräter der internationalen Szene zu sehen sind. Und dabei gelingt es immer wieder Frank Bernhard, den ich hier mit ganz herzlich danken möchte als Festivaldirektor und meiner Co-Chefin Katrin Gellrich. Damit gelingt es, Frank Bernhard immer wieder unerwartete Theateransätze nach Deutschland zu holen, die gern auch genreübergreifend sein können. Das heutige Theaterpublikum ist bunt und vielfältig und die Zeiten, in denen eine konservative Oberschicht den Tonangab sind definitiv vorbei. Also kann auch die Ästhetik vom Theater nur bunt und vielfältig sein und dafür steht auch dieses 11. Festival. Ein weiterer Programmschwerpunkt ist Weitblick. Hier korrespondiert Osteuropa mit dem Projekt Aufbruch, in dem das Puppentheater Magdeburg, Ensemble, Puppentheater und Künstler der freien Szene unter anderem aus Russland und Bulgarien eingeladen hat. Frank Bernhard, dem künstlerischen Leiter, ist es gelungen, unerwartete Theateransätze nach Magdeburg zu holen. Das ist für uns, also für Katrin und für mich, eine extreme Hilfe, diese Sicherheit zu spüren, dass wir nicht von vornherein mit finanzieller Beschränkung denken müssen, sondern dass ein Budget definiert ist, von dem wir im künstlerischen Bereich mehr oder weniger davon ausgehen können, dass der Intendant mit seinen Verbindungen, mit seinem engagierten Arbeiten für dieses Haus, für unsere Projekte auch in der Lage ist, die finanziellen Mittel entsprechend zu besorgen. Das ist ein großer Luxus, den wir haben, der uns in der künstlerischen Arbeit große Freiheiten verschafft. Und das ist nicht selbstverständlich. Viele Festivals müssen wegen finanzieller Probleme aufgeben oder ihr Programm reduzieren. Auch das Festival Blickwechsel war zum Zeitpunkt der Pressekonferenz noch zu 20% unterfinanziert.
Die Vertragsverhandlungen werden auch immer schwerer, weil Haushalte spät beschlossen werden und auch Stiftungen können kaum noch Geld ausschütten. Ohne Sponsoren geht gar nichts mehr. Von 16 kommunalen Puppentheatern aus DDR-Zeiten existieren noch 9. Magdeburg ist dabei das einzige eigenständige. Von den 9 sind 7 bei dem Festival vertreten. Zu betonen, dass die Ensemble-Puppentheater, so wie Sie es von Magdeburg kennen, tatsächlich eine ostdeutsche Spezialität sind, die im Westen also wirklich kaum Entsprechungen haben. Und genau aus diesem Grunde standen die auch zur Wendezeit, zur Wiedervereinigung sehr, sehr auf der Kippe sozusagen, da es ja im Westdeutschland nicht nötig war, aus kommunalen Mitteln Puppentheater zu unterstützen. Warum sollte das jetzt im Osten nötig sein? Dennoch haben es bis heute sozusagen, wie Frank Berner schon gesagt hat, 9 dieser Puppentheater geschafft zu überleben. Und es ist uns sozusagen ein großes Anliegen, diese 9 mal an einen Tisch zu holen und auch mal gesamt komplett der Öffentlichkeit vorzustellen. Und genau das versuchen wir mit diesem Programmschwerpunkt Aufbruch. Der soll erstmals einen Austausch der ostdeutschen Puppentheater ermöglichen. Sie an einen Tisch zu holen und dem Publikum vorzustellen, sei dem Magdeburger Puppentheater ein großes Anliegen, so Katrin Gellrich weiter. Dabei gäbe es nicht nur Inszenierungen für alle Altersgruppen, sondern es werden auch ganz verschiedene Arten des Puppentheaterspiels gezeigt. Eröffnet wird das Festival am 24. und 25. Juni mit einer neuen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Landotte auf dem gesamten Gelände des Puppentheaters, angrenzenden Arealen und dem Klosterbergegarten. Bis zum 1. Juli folgen 87 Vorstellungen, darunter 8 deutsche Erstaufführungen und 2 Uraufführungen. Der Kartenvorverkauf läuft im Puppentheater. Lanotte-Karten gibt es auch im Volksstimme Service Center. Alle Informationen finden Sie bei www.blickwechselfestival.de. Heute Abend um 21 Uhr beginnt eine neue Ära bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben. Fahrgäste gehen bei den MVB ab sofort immer vor. Und zwar im wörtlichen Sinne. Das Unternehmen führt den Buseinstieg vorn auf allen Linien im Abend- und Nachtverkehr ein. Um den vorderen Einstieg bei den Fahrgästen bekannt zu machen, starteten die MVB eine Impfungskampagne. 3 Gründe führen die MVB vor allem für die neue Regelung, die es schon in vielen anderen Städten gibt, an. Zum einen soll die Schwarzfahrerquote gesenkt werden, denn es ist nicht einzusehen, dass die ehrlichen Fahrgäste für die schwarzen Schafe mitbezahlen. Außerdem soll das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste erhöht werden. Zwar stellten Strafdelikte in den Fahrzeugen die absolute Ausnahme dar, so die MVB, da die meisten videoüberwacht seien, was eine abschreckende Wirkung habe. Aber mancher Fahrgast fühle sich nachts dennoch unsicher. Und nicht zuletzt soll die Sauberkeit in den Bussen erhöht werden. Fahrgäste mit Speisen und Getränken werden erst gar nicht in die Fahrzeuge gelassen. Vom Abteilungsleiter Betrieb ließen wir uns ein paar Details erklären. Ja, ab dem 23. 21 Uhr wird sich Folgendes ändern, dass wir die Fahrgäste bitten, nur noch vorne einzusteigen an Tür 1. Um einen besseren Fahrgastfluss im Bus zu bekommen, aber auch um eine Sichtkontrolle der Fahrausweise vornehmen zu können durch den Busfahrer. Das bedeutet, dass alle Fahrgäste, die in der Vergangenheit die Tür 2 gebraucht haben, weil sie einen Rollator dabei haben, eine Gehbehinderung haben etc. oder einen Kinderwagen unterwegs sind, Rollstuhl, die nutzen natürlich weiterhin die Tür 2, auch weiterhin die Rampe, wenn sie benötigt wird. Und die sollen dann in der Regel ihren Fahrschein, den sie haben, einfach nur hochziehen, damit der Fahrer im Spiegel sehen kann, dass sie auch eine Fahrkarte haben. Alle anderen sind gebeten, vorne einzusteigen, entweder ihren Fahrausweis zu zeigen oder aber Geld, was sie für den Erwerb eines Fahrscheins brauchen, weil der Fahrscheinautomat ist ja an Tür 2. So, und ausgestiegen soll dann eben nur noch hinten werden, nicht mehr vorne.
Was machen Sie oder was soll der Fahrer machen, wenn du gerade, wo jetzt auch Fahrgäste aussteigen, hinten schnell mal welche mit reinschlüpfen? Der soll Sie höflich nach vorne bitten, dass Sie Ihren Fahrausweis zeigen. Aha. Ja, durch der hat ja das Mikrofon, wo er das machen kann. Also bitten, dass gerade in der Anfangsphase wird das vielleicht häufiger vorkommen. Dann einfach einen netten Spruch durch die Anlage und darum bitten, dass die Fahrgäste nach vorne kommen, um ihren Fahrschein vorzuzeigen. Ich meine, wenn der Bus nachts nicht so voll ist, dürfte das auch keine Hürde sein. Was anderes, es gibt ja auch Ausnahmen, zum Beispiel im alten Markt, da ist ja der Fahrgastwechsel doch erheblich höher. Ja, klar. Ich sag mal, das ist ja unser Anschlusspunkt für alle Nachtlinien. Und da haben wir es nicht als sinnvoll erachtet, dass alle Fahrgäste, ich sag mal, vorne einsteigen, weil das zu viel Aufenthaltszeiten kosten würde. Und dementsprechend haben wir gesagt, dieser Punkt ist ausgenommen. Und an allen anderen Haltestellen, wenn dort wenig Fahrgäste einsteigen, sollen die eben vorne einsteigen. Kommt aber aufgrund einer Feierlichkeit oder ich sag mal am Hasselbachplatz abends, was ich, oder nachts gerade freitags auf Samstag auf Sonntag, wo viele unterwegs sind, wenn da viele Fahrgäste haben, alle Türen zu öffnen, alle Fahrgäste reinzulassen. Aber dann, wenn zum Beispiel an der nächsten Haltestelle am Domplatz zum Beispiel dann nur noch zwei Fahrgäste einsteigen, dann sollen die auch wieder vorne einsteigen. Diese Wahl ist dem Fahrer gegeben. Gibt es so eine Art Einführungsphase, nach der Sie, sagen wir mal, setzen sich nochmal zusammen, um die Erfahrungen mal auszutauschen, auch mit dem Fahrpersonal? Fahrpersonal ist angewiesen, um über ihre Teamleiter auch direkt zu informieren. Wir werden uns aber die ersten 7 Tage mit den Teamleitern, die wir im Fahrdienst haben, abends bewegen, also nachts bewegen, mit dabei sein, die Einführungsphase begleiten, um gleich am Anfang schon zu sehen, wo vielleicht es hapert, um gegensteuern zu können. Ansonsten ist geplant, dass wir erstmal so 2-3 Monate vergehen lassen, um erstmal zu sehen, dass sich alle Leute daran gewöhnen können. Also was braucht etwas Zeit und diese Zeit wollen wir uns nehmen und dann setzen wir uns nochmal zusammen, auch in der Arbeitsgruppe, die wir dazu haben, um da nochmal durchzusprechen, was ist auffällig, wo müssen wir was tun oder läuft vielleicht sogar alles sehr super. Das wird zu einem Gutteil auch vom Fahrpersonal selbst abhängen. Mancher Busfahrer hatte aus verschiedenen Gründen Einwände gegen die neue Regelung und wird sich erst damit anfreunden müssen, immer auch die erste Tür zu öffnen. Viele Hinweise der Busfahrer wurden jedoch schon umgesetzt bzw. werden es bis zum Herbst. Welche Probleme gab es denn aus Ihrer Sicht vor diesem neuen Projekt zu lösen? Naja, die Kollegen hatten eben davor Angst, wenn alles durch Tür 1 einsteigt, dass es auch eben zu Problemen kommt, zu Angriffen, weil ja nicht alle Bürger, sag ich mal, aufgefahren hergegangen sind. Ja, viele Busfahrer haben eben Angst gehabt vor Tür 1 offen im Winter, Kälte, ständige Kälte, Krankheitsstand, dass der Krankheitsstand sich erhöht. Und viele Kollegen haben vielleicht auch paar Probleme damit, alle Bürger sich an sich vorbeigehen zu lassen. Und ja. Und konnten die Probleme nach Ihrer Zufriedenheit und der Zufriedenheit Ihrer Kollegen mehr oder weniger gelöst werden? Na, noch sind die Kollegen etwas skeptisch. Es muss erstmal anlaufen, man muss erstmal sehen, wie es läuft, ob das sich richtig rentiert und wie die Kollegen das auch annehmen. Zur Not könnte man ja noch ein paar Stellschrauben nachjustieren. Ja, sicherlich. Nachjustieren ist immer möglich. Mit Problemen kann man an uns noch rantreten. Wir sind ja in dieser Kommission noch vorhanden und das kann ja auch immer weitergeleitet werden. Alles klar, vielen Dank und immer gute Fahrt. Danke. Zum Umgang mit aggressiven Fahrgästen haben alle Fahrer ein Deeskalationstraining absolviert, das neben der Theorie auch 3 praktische Übungsstunden umfasste. Bis zum Winter soll auch eine stärkere Heizung für den Fahrerplatz eingebaut werden. Außerdem soll nach und nach auch die Ausleuchtung des Tür-1-Bereiches und des Fahrerarbeitsplatzes verbessert werden. Dafür sollen neue LED-Lichter zum Einsatz kommen. Es dürfte interessant sein, abzuwarten, wie schnell sich die Magdeburger an die neuen Einstiegsregelungen gewöhnen werden. Und bevor wir es vergessen, einige Nachtbusse fahren auch am Blauen Bock vorbei, dessen letzte Stunden seit vergangenem Freitag angebrochen sind, wie man auf diesen Bildern sieht. Das war unsere Mai-Ausgabe. Wir hoffen, es war für jeden etwas dabei und würden uns freuen, Sie am 27. Juni wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute und Tschüss.